Hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy 1. So, ich habe ein bisschen trainiert, ja, ein bisschen viel. Level 8 und ja, wir müssen ja jetzt in den Chaos-Tempel. Da gehen wir jetzt auf dem direkten Weg auch hin. Yay, gewonnen. Ja, ein bisschen gespielt. Habe ich ein bisschen vortrainiert, damit wir hier ein bisschen einfacher durchkommen. Und ja. Ja, die Musik finde ich schön. Und die werden wir extrem oft hören. Die Kämpfe werde ich nicht rausschneiden. Sehe ich nicht, also ich verstehe den Sinn da drin nicht, wieso ich die rausschneiden soll. Das ist genau das, was an Final Fantasy doch so schön ist, kann man sagen, die Kämpfe. Deswegen würde ich es jetzt gar nicht verstehen, weil einige meinten mal, ey, mach mal Final Fantasy raus, also die Kämpfe, weil die nicht so interessant sind und so. Ich habe das mal gesehen gehabt bei, ich weiß jetzt nicht wem, der das auch gemacht gehabt bei Final Fantasy 6, und da hat er auch die Kämpfe rausgeschnitten und da habe ich auch gesagt, ne. Da habe ich auch echt gedacht gehabt, dass da überhaupt gar keine Kämpfe waren, die er da machen musste. Und ja, ich fand's blöd. Weil mir würde es nicht gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung, was ihr darüber denkt. Kämpfe drin lassen oder draußen lassen. Also, es ist unabhängig, was ihr entscheidet. Ich werde Kämpfe so oder so drin lassen. Weil das ist genau das, was an Final Fantasy doch so spannend beziehungsweise ist. Ohne die Kämpfe ist Final Fantasy eigentlich nur eine Story. Mehr nicht, ne? Und wo du rumrennen kannst auf in der Welt, ne? Das finde ich dann ein bisschen langweilig. Na, außer die Bosskämpfe. Die würde ich dann drin lassen, aber was ist das? Keine normalen Kämpfe, nur Bosskämpfe? Rumrennen? Sorry Leute, aber das ist echt nix für mich. Ich finde, würde es scheiße finden. So, eine kleine Sache, wo habe ich trainiert? Ich habe auch genau hier in diesem Chaos-Tempel trainiert und vor der Tür habe ich trainiert bis Level 8. Ja, okay, das war ein bisschen übertrieben. Aber, naja. Scheiß drauf, muss ich es später nicht machen. Kann ich jetzt ein bisschen durchstarten, ein bisschen EP sammeln. Ein bisschen Geld auch noch sammeln. Aber man muss mal auch sagen, die Musik allgemein in Final Fantasy ist großartig. Besonders diese Musik hier im Chaos-Tempel ist einfach einfach super. Ich wollte jetzt scheiße sagen. Ich wollte scheiße super oder so sagen, aber das hat dann nicht so gepasst. Auf jeden Fall ist die einfach mega geil. Man spürt wirklich die Atmosphäre. Und genau das gefällt mir an Final Fantasy. Also an großes Dank an Nobuo Uematsu, dem Komponist, der wirklich jeden Track, meine ich jedenfalls, dass es sogar jeder war, der macht wirklich jeden Track selbst. Natürlich auch mit seinen Leuten dort, aber er komponiert die. Und so, und das ist einfach heftig, wie ein einzelner Mann wirklich so welche ausgezeichneten Stücke herauskriegt. Und die Final Fantasy Stücke sind überall auf der Welt bekannt. Besonders das
One-Eyed Angel von Sephiroth, das Theme, das ist wirklich eins der bekanntesten. Natürlich auch das normale Fine-Fantasy-Theme. Was wir auch noch hören werden im späteren... Ja, das werden wir vielleicht noch in diesem Part sehen. Vielleicht. So, jetzt wäre es erstmal Zeit, zu Garland zu gehen. Da habe ich nämlich jetzt endlich vor, nachdem ich jetzt hier unendlich mal gekämpft habe. So. Jo, ihr habt's auch heute. Ihr habt's auch heute mit euren Kämpfen. Trotzdem werde ich sie nicht rausmachen. Wie gesagt, ich verstehe den Sinn da nicht draus. Wie gesagt, ich bin mal gespannt auf eure Meinung. Und ja. Wie gesagt, ich werde sie so oder so drin lassen. Aber trotzdem würde ich mal gern wissen, was jemand anders mal denkt. Weil ich kann ja nur von meiner Position her was sagen. Und das ist dann irgendwie ein bisschen selbstständig. Also so eigenständig. Das finde ich dann langweilig. Weil ich würde gerne mal die Meinung von anderen hören. So, wir sind jetzt bei Garland. Der ist hier. Wir speichern jetzt zur Sicherheit. So. Ja, ich habe hier noch zwei andere Dateien, wo ich am Ende bin. So. Endlich ist meine Zeit gekommen. Wenn dem König etwas an dem Leben der Prinzessin liegt, wird er mir Cornelia mit all seinen Reichtümern überlassen müssen. Wer seid ihr? Was wollt ihr hier? Ah, ich verstehe. Ihr seid Handlanger des Königs. Ich hoffe, ihr wisst, mit wem ihr euch anzulegen gedenkt. Aber genug der langweiligen Worte. Mein Schwert soll an meiner Stadt sprechen. Und... Ah, die Musik ist super. So, wir sind in unserem allerersten Boss-Pit. Und das ist super. Allgemein hier finde ich das klasse, ich weiß nicht wieso. Also, ich finde es einfach nur großartig. Die Musik ist wirklich, da merkt man richtig, dass man Boss-Battle macht. Wobei ich ja jetzt schon gewonnen habe, aber trotzdem, der Boss-Battle war wirklich so, dass man da wirklich merkt, scheiße, da ist jetzt ein Gegner, den müssen wir besiegen. Ein mächtiger auch. Anführungsstrichen mächtig, weil ich jetzt ein bisschen hochgepowert bin, habe ich den locker geschafft. Normalerweise ist der ein bisschen schwerer, aber es ist unser erster Boss gewesen. Naja. Was ist nur passiert? Seid ihr meine treuen Retter? Ich bin Sela, Prinzessin von Cornelia. Bitte begleitet mich zum Schloss. Jo. Mein Vater wird euch danken und sich erkenntlich zeigen. Kein Problem. So, jetzt sind wir wieder in Schloss Cornelia. Nie habe ich an euren Mut und an eurer Tatkraft gezweifelt. Ich und mein gesamtes Königreich sind euch zu Dank verpflichtet. Nun besteht kein Zweifel mehr, dass ihr die Kämpfer des Lichtes aus Lucans Prophezeiung seid. Vier Kämpfer mit vier Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Auf dem nördlichen Kontinent gibt es einen Kristall, dessen Glanz erloschen ist, so sagt man. Stellt den Glanz des Kristalls wieder her. Es ist die einzige Möglichkeit, das Böse auf ewig zu verbannen. Wie versprochen, ist der Bau der neuen Brücke bereits angeordnet. Geht nun und erfüllt diese Welt wieder mit Licht, meine tapferen Kämpfer. Wartet! Ja, das ist jetzt ein Fehler von da unten gewesen.
Diese Laute ist seit Generationen im Besitz der königlichen Familie. Gerland hat sie bei meiner Entführung entwendet. Sie soll euch gehören. So, wir haben eine Laute erhalten. Was es mit der zu tun hat, weiß ich nicht. So, deswegen gehen wir jetzt erstmal ganz, ganz schnell runter. Und switchen mal kurz hoch zur Brücke. Wo jetzt tapfer gearbeitet wird. In Rekordzeit. Männer! Befehl seiner Majestät, dem König. Die Prophezeiung Lukans hat sich erfüllt. Sputet euch! Und die sputen sich wirklich. Boah. Also wenn das mal im Real Life passieren würde, hoho. Respekt, dann hätten wir schon so manche Sachen fertig. So, das war's. Was hat eigentlich der Bau der Brücke mit der Prophezeiung zu tun? Sie sind hier, in Cornelia, die vier Kämpfer des Lichtes, und ihr Weg führt sie nach Norden. Genau. Und deswegen gehen wir jetzt auch rüber zur Brücke. Nachdem uns natürlich mal wieder einer der unendlichen Kämpfe hier macht. Ja, ich hätte mich jetzt eigentlich aufladen können, aber scheiß drauf, ich komme da schon irgendwie durch. So. Und jetzt kommt eins der bekanntesten Stücke. Und so beginnt die Reise der vier Gefährten, die als Kämpfer des Lichtes aufbrechen, um das Unheil abzuwenden. Von der Schwere ihrer Bürde beinahe erdrückt, nicht einmal wissend, welche Bedeutung tatsächlich hinter ihren Kristallen steckt, schreiten sie dennoch zielstrebig und unerschrocken voran. Ein helles und strahlendes Licht soll vor langer Zeit von den Kristallen ausgegangen sein. Möge dieses Licht wieder erscheinen und das Dunkle vertreiben, das diese Welt umgibt. So, und das war jetzt das bekannteste Stück aus der Final Fantasy Reihe und natürlich nicht nur das bekannteste, sondern das insgesamt Themen von Final Fantasy. Und wir gehen jetzt hier ein bisschen hoch, obwohl ich jetzt eigentlich den Part beenden wollte, aber ich habe noch was zu sagen. Wobei ich da eigentlich auch schon schweigen könnte. Und die Gegner sind hier nicht schlecht. Das wird noch ganz schön viel Spaß machen. So. So, und dann sage ich einfach erstmal, dass ich den Part beenden werde. Und wir uns im nächsten Part von Final Fantasy 1 wiedersehen würden. Bis dann. Ciao.